Guten Morgen. Ich habe gerade erst die Augen geöffnet. Ich habe nicht mal meinen Kaffee getrunken. Ich habe einen Schluck gerade getrunken. Und ich habe noch eine Pyjama-Hose an. Aber ich dachte, wenn ich jetzt eh filme, wie ich mich fertig mache, dann kann ich euch auch mitnehmen. Ich habe so ein aufgequollenes Gesicht, meine Augenringe. Ciao. Was geht ab heute? Deswegen wollte ich euch dieses Makeover einfach mal zeigen. First Step ist die Misha BB Cream. Ich verlinke euch übrigens alle Produkte, soweit wie ich sie finde. Ungefähr so viel. Dann mache ich das heute mit meinem Beauty Blender, aber auch nur, weil ich meine Pinsel noch nicht gewaschen habe. Und ich ein bisschen gucken will, weil ich ja hier noch so leichte Neurodermitis hatte, dass es da nicht irgendwie sich noch mehr entzündet. Und deshalb achte ich da dann immer sehr penibel noch mal mehr drauf, die Pinsel zu reinigen. Da solltet ihr sowieso, also alle, los, ab ins Bad, Pinsel waschen bitte. Eure Mutter. Und das gebe ich auch sogar bis unter die Augen. So. Und ich habe gerade nicht so doll das Problem mit Augenschatten, sondern eher, dass es so reingeht hier. Seht ihr diesen kleinen? Dann fragt ihr euch bestimmt, ihr habt euch mit Sicherheit gefragt, warum macht sie das denn nicht auf ihrer Stirn? Das beantworte ich euch jetzt. Ich nehme immer nur den Rest, der hier am Schwämmchen ist, einfach nur, um das ein bisschen auszusoften. Je nachdem auch, wie stark jetzt der Unterschied von eurer Foundation zu eurer Hautfarbe ist, weil ich weiß, manchmal hat man keinen Selbstbräuner mehr im Gesicht, dafür aber am Hals, da muss man halt was Dunkleres nehmen. I feel you. Aber ich mache das wenig an der Stirn, weil ich habe hier jetzt keine großen Probleme mit Unreinheiten oder Rötungen oder so. Meine Stirn ist, glaube ich, die beste Gesichtshaut in meinem Gesicht. Aber genau, deshalb benutze ich hier nicht viel Produkt, weil ich mir denke, ich brauche es nicht. Es sieht trotzdem flawless aus. Wisst ihr, deshalb so wenig Produkt wie möglich. So viel wie nötig. Ich sollte Werbung machen. Okay, jetzt probiere ich etwas mit euch aus, was ich ja zugeschickt bekommen habe. Und zwar ist das von Tom Ford. Der Shade and Illuminate. Ich verlinke euch das. Das ist einmal Highlighter und einmal Bronzer. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Also ich habe das hier gestern ausprobiert, diesen Illuminator, der war sick, wirklich richtig geil. Aber ich sage euch jetzt mal, ob sich das lohnt, weil natürlich Tom Ford ist ja eher. Das ist ja wie für so Make-up-Liebhaber eher, ne? Weil das ist halt schon brutal teuer. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch diesen hier. Diesen Bronzer und der ist auch unnormal. Den benutze ich richtig oft. So, jetzt checken wir das mal hier. Ich brauche für sowas mal ein bisschen. Es ist so schön. Ich pudere das gleich noch ab, ne? So leicht. Sieht aus wie Photoshop. Ich liebe es. Müsst ihr natürlich selber wissen, ob ich das Geld wert ist, aber das ist ja krank gut. 159S von MAC als Pinsel. Könnt ihr so richtig so einen Airbrush-Style machen. Top. So, bevor ich abmattiere, benutze ich jetzt noch diesen Highlighter. Das ist einfach nur. Ist einfach nur so ein leichter matt wahrscheinlich, Wet-Effekt mit ein wenig Schimmer. Also richtig geil, das ist eher so universell. Seht ihr? Richtig geil. Und genau, danach pudere ich jetzt ab. Mach auch nicht so viel, weil ich pudere jetzt auch nicht so viel ab, damit es halt so glowy bleibt. Dann nutze ich jetzt das Blot Powder von MAC. Und ich habe hier die Farbe Medium Dark. Und dann benutze ich hier so einen kleinen Buffer. Und damit gehe ich jetzt überall hin, wo ich jetzt nicht so viel Glanz haben will. Zum Beispiel hier. Ich will das ja eher so an den Seiten haben. Das ist ein bisschen mehr, so alles so ein bisschen. So, seht ihr, jetzt ist das alles einfach ein bisschen kontrollierter, genau da, wo ich Glanz haben will. Jetzt benutze ich diese Brow Soap von Westbarn.
Da mache ich ein bisschen Fixing Spray rein, beziehungsweise hier das Fix Plus von MAC. Und dann nehme ich so ein bisschen, das habe ich mir vorher ein bisschen angeschrägt, damit ich da besser reinkomme. Mix it up. So. Ein bisschen abstreifen. Und das gebe ich auf meine Augenbrauen. Like this. So, auf Wimperntusche habe ich die meiste Zeit keine Lust. Deshalb benutze ich einfach eine Wimpernzange. Die hier ist auch vom MAC. So. Dann sieht es direkt ein bisschen offener aus, der Blick. Und Lipgloss mache ich heute drauf. Was Entspanntes. Und zwar mein Lipgleam in der Farbe Notice Me. Ist einfach ein heller Gloss, der aber auch durchsichtig ist, also der ist nicht so mega deckend. Heißt also, die eigene Lippenfarbe kommt auch nochmal raus. Der ist dann so ziemlich individuell. Jetzt habe ich zum Beispiel vorher so ein kleines bisschen vom Beauty Blender drüber getupft vorher, damit meine eigene Lippenfarbe ein bisschen heller ist. Und so wirkt der natürlich jetzt auch nochmal heller. Und der hat wunderschöne Glitzerpartikel mit drin. Liebe ihn. So. That's the look. Vielleicht kann ich mit euch mal kurz in die Sonne gehen. Okay. Ich habe leider nirgendwo so richtig Sonne gerade, aber ich mag den Look. Klassischer Mrs. Bella Look. So, und jetzt werde ich zu meiner Schwester düsen. Und ich habe zum Beispiel jetzt noch nicht gefrühstückt. Und das ist gerade das perfekte Beispiel, deshalb packe ich das direkt in den Anschluss. Wenn ich mal keine Zeit gehabt habe zu frühstücken oder mir die Zeit nicht genommen habe oder wenn ich so zwischendurch während dem Arbeiten, ich habe das ganz oft, dass dann so Mittagszeit ist und dann müsste ich eigentlich essen, aber ich bin noch nicht fertig und dann mache ich mir gerade nichts zu essen und muss dann aber doch wieder gleich los und dann kriege ich so Bauchschmerzen, halt diese Hungerbauchschmerzen, wo man eigentlich schon nicht mehr wirklich Hunger hat, aber einem ist irgendwie schlecht. Könnt ihr das gerade nachvollziehen? Und dann liebe ich etwas zu essen, was nicht ungesund ist, aber mir Energy gibt. Und diese Regel changed it. Ich sag's euch. Ich zeig euch kurz meine Favorites von Hey Natural. Und zwar diese drei. Eigentlich habe ich noch einen dritten, aber ich habe vergessen, dass ich ja heute die Story habe und ich habe den gestern gegessen. Und das war mein letzter. Und zwar ist das Vanilla und Cocoa Nips. Der ist auch richtig geil. Der hat mir gestern sehr gut geschmeckt, ja. So, aber diese drei hier sind auch richtig, richtig geil. Ich entscheide mich heute für Blueberry. Und ich packe euch einen Swipe-Up-Link rein. Ihr bekommt direkt über den Swipe-Up-Link 15% auf alles. Go for it.